Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei den Neuzugängen aus dem August 2019. Und ja, es ist tatsächlich jetzt ein bisschen komisch, nach der Sommerpause wieder vor der Kamera zu sitzen und jetzt mit der Kamera zu sprechen. Aber gut, ja, die Sommerpause ist jetzt offiziell beendet. Das ist das erste Video nach der Sommerpause. In der nächsten Woche wird es am Samstag den Büchermonat geben mit den gelesenen Büchern und Serien und Filmen aus August. Und die Woche drauf wird es dann ja wieder die reguläre Bücherwoche geben, weil ich ja dann die Bücher aus der ersten Septemberwoche bespreche und dann kommen wir wieder in den Rhythmus. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es gerade ein bisschen komisch, aber ich denke, das legt sich wieder. Ja, Neuzugänge. Es sind einige Bücher bei mir eingezogen, auch einige echte Bücher, denn ich war mit der lieben Mascha, die mancher ja vielleicht noch kennt, als sie hier auch einen Booktube-Kanal hatte aus Australien in der Thalia, und da gab es Menge-Exemplare und da konnten wir nicht widerstehen und deswegen sind, glaube ich, doch ein bisschen mehr Bücher bei mir eingezogen, als ich das so geplant hatte. Aber gut, wir fangen mit einem Buch an, das jetzt nur in echt bei mir eingezogen ist, nicht auf dem Sub wandert, weil ich es schon als E-Book in zweifacher Form sozusagen habe. Und zwar ist es das aktuelle Buch der lieben Jackie Fellgood, und zwar Home Sweet Home aus der New York Stories Reihe. Und ich hatte ja die Testversion und ich hatte das echte E-Book mir ja zugelegt. Und ja, sie hat mir jetzt sozusagen auch das Taschenbuch zugeschickt mit einer ganz wunderbaren ja, Signatur. Und über die Widmung bin ich ja immer noch, ja, mehr oder weniger, ich hoffe, ihr seht es, sprachlos. Denn die Steffi, die da drin steht, die bin tatsächlich ich. Und das hat mich mega gefreut und ich bin einfach ja, ein absoluter Fan der Bücher von der lieben Jackie und nicht nur von ihr als Autorin, sondern auch einfach von ihr als Mensch, und es ist einfach so eine liebe Freundschaft geworden und ich finde es halt immer schön, wenn man so ein Stück von jemand anderen dann irgendwie hat. Das klang gerade sehr komisch, aber ja, also ein Buch, was aber nicht in meine Neuzugängen so direkt zählt, weil ich es eben ja schon habe und auch gelesen habe und es nur in echter Form eingezogen ist und es einfach optisch auch super, super schön aussieht, wie ich finde. Und ja, wir dürfen uns ja demnächst auch auf den zweiten Band der New York Stories freuen und da bin ich auch schon mega gespannt. Ja, insgesamt habe ich jetzt schon gesagt, dass 18 Bücher eingezogen sind. Ich glaube schon. Es sind, wie ihr seht, ich bin etwas wirr. Es sind 11 echte Bücher eingezogen, 4 E-Books und 3 Hörbücher. Ich kann jetzt aber noch gar nicht sagen, ob, ich glaube, lesetechnisch war es auf jeden Fall weniger. Aber ja, das seht ihr, denke ich, auf Instagram. Da poste ich ja immer mal aus meinem Filofax heraus diese Übersicht Neuzugänge gelesen. Instagram findet ihr unten in der Infobox und auch alles zu den Büchern findet ihr unten. Also schaut da einfach mal vorbei. Ja, ein Buch, das eigentlich als echtes Buch bei mir eingezogen ist, ich euch jetzt aber nur einblenden kann, ist Faye von Katharina Herzog, ist mir unangefragt vom Verlag zur Verfügung gestellt worden. Meine Güte, das wird heute nicht einfach. Also ihr müsst verzeihen, es ist heute, glaube ich, noch so ein bisschen, so ein bisschen neu irgendwie zu reden. Das ist ehrlich total komisch. Ja, Faye ist bei mir eingezogen. Ein wunderschönes Buch, ein richtig schönes Cover. Und es spielt in Island und ich war sehr interessiert an diesem Buch. Und war auch total neugierig, was Katharina Herzog, die eigentlich sonst Liebesromane schreibt, ja, hier so ein bisschen zaubert. Es ist bei mir jetzt sozusagen gelesen worden. Ich habe es nicht zu Ende gelesen, das kann ich jetzt schon verraten. Und habe es direkt der Tochter von einer lieben Freundin gegeben, weil die so fasziniert war, als ich es mit mir rumtrug, wie schön das aussieht. Und dann konnte ich auch nicht Nein sagen, ne? Also wie das ja dann ist. Und dann dachte ich, naja, du hast ja eh im Grunde schon abgebrochen im Kopf. Und ja, dann ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, für Kinder, Jugendliche, so ab 10, ist das wirklich eine bezaubernde Geschichte. Beziehungsweise nimmt es dann aber so eine Wendung, die für mich eigentlich nicht mehr in dieses Kinderalter so gepasst hat. Also ich bin sehr unschlüssig. Ich muss jetzt nochmal einen Tag darüber nachdenken, wie ich es insgesamt finde. Aber ja, ich habe es jetzt sozusagen bis gestern gelesen und dann ja, weitergegeben. Und ja, dann ist das neue Buch von Ella Zeiss bei mir eingezogen. Das Glück hat viele Seiten. Und ja, Ella Zeiss kennt man ja auch als Elvira Zeisler oder auch Ellen Cox. Ella Cox?
Ellie? Ich weiß es nicht. Ja, die liebe Elvira hat auf jeden Fall drei Pseudonyme, also mit ihrem eigentlichen Namen und dann noch zwei daneben. Und im Basta-Lübbe Verlag ist jetzt Das Glück hat viele Seiten erschienen, ein Buch. Ja, wie man schon sieht, es wird um Bücher gehen und darauf freue ich mich besonders. Habe ich mir für den September vorgenommen. Ich wollte jetzt auch im August nicht groß Rezensionsexemplare lesen, weil es ja keine Bücherwoche gab, dementsprechend keine Rezension. Und habe das jetzt sozusagen auch ein bisschen aufgeschoben und es jetzt auf jeden Fall wird es im September gelesen. Und es heißt hier auch so schön, eine Geschichte über alte Wunden und neue Träume zum Schmunzeln und Dahinschmelzen und eine Liebeserklärung an das Lesen. Bücher berühren die Seele, sie erden uns und lassen uns gleichzeitig fliegen. Und wenn das Buch nur ansatzweise diese Gefühle in einem hervorbringt, dann ist es, glaube ich, schon, jetzt könnte es ein Highlight werden. Also ich freue mich mega darauf und bin sehr gespannt, was dieses Buch verspricht. Dann sind bei mir zwei Hörbücher eingezogen und zwar der erste Teil der Die Spiegelreisenden von Christel Dabos. Die Verlobten des Winters, da hat die liebe Ruth total geschwärmt. Ich packe ihren Kanal mal unten in die Infobox. Und mittlerweile haben auch noch viele andere geschwärmt und sind total angetan von dieser märchenhaften, andersartigen Geschichte. Und auch mich spricht sowohl das Cover total an, als auch der Klappentext. Und ich bin einfach so ein High-Fantasy-Mädchen und ich finde schön, dass sehr oft betont wird, dass es einfach mal wieder was anderes ist. Das trifft man ja doch eher selten. Und ich bin einfach mega gespannt, freue mich auf das Hören. Und ich habe mir auch den zweiten Teil der Rabenringe von Siri Patterson als Hörbuch geholt, und zwar Fäulnis. Auch hier kann ich schon sagen, dass ich es gehört habe, ja, es leider aber auch abgebrochen habe. Ja, der erste Teil war ja wirklich ganz, ganz tolle High Fantasy. Die Gabe hat mir ja sehr gut gefallen. Ich habe nicht ganz den Hype verstanden, weil es für mich einfach klassische High Fantasy war, die toll erzählt war. Bei Fäulnis war ich irgendwie raus. Ich weiß auch nicht. Es war irgendwie nicht so richtig, bin ich reingekommen, die Geschichte. Aber dazu dann natürlich mehr im Monatsrückblick. Dann ist Effi liest bei mir eingezogen von Anna Moretti und hier muss ich ehrlich sagen, dass mich total der Klappentext angesprochen hat und auch das Cover und ich mir dann so dachte, ja, Mann, Bücher, in denen gelesen wird, in denen die Liebe zu Büchern beschrieben wird, das ist einfach was, was dir gefällt, was auch sowas für den Spätsommer, Frühherbst ist, also für den September und das ist was, was ich nach meinem Urlaub lesen möchte und ja, so wird es jetzt auch kommen, denn ich habe es jetzt nicht mehr im August geschafft, aber möchte es auf jeden Fall im September lesen. Und dann war ich Menge Exemplar shoppen und es war ganz lustig, mir ist nämlich von einer Autorin direkt am gleichen Tag oder einen Tag jeweils unterschiedlich, also jeweils zwei Bücher über den Weg gelaufen, einmal da und einmal da und ich kriege es jetzt auch nicht mehr auseinander, wo welches war. Einmal, ich glaube, es war, ich weiß gar nicht, im Marktkauf oder im Kaufland, ich habe keine Ahnung, beim Essen-Einkauf ist mir dieses Buch entgegengesprungen. Ich glaube, das müsste auch das hier gewesen sein. Und zwar, wir sehen uns beim Happy End von Charlotte Lucas. Und ich weiß, dass diese Cover irgendwann mal sehr oft in die Kameras gehalten wurden. Und diese wirklich geilen Buchschnitte, die halt so wunderbar farbig sind. Und ja, dieses Buch klang auch vom Klappentext richtig gut, denn es ist ein Roman über das Stolpern, Fallen und Wiederaufstehen und die Frage, ob immer alles gut ausgehen muss. Und eine Geschichte ist immer nur so gut wie ihr Ende. Und das hat mich sehr angesprochen, wahrscheinlich auch so durch die Sommerstimmung und Urlaubsstimmung. Und das durfte dann mit, ich glaube, für 3,99 als Mängelexemplar. Und dann war ich mit der lieben Mascha in der Thalia und habe, glaube ich, vier Mängelexemplarbücher mitgenommen, weil ab 3 wurde es irgendwie günstiger und Mascha hatte nur 2 und dann war ich sozusagen noch ihr drittes Buch und ihr versteht, ich musste sozusagen kaufen. Und ja, da ist mir sozusagen das zweite Buch von Charlotte Lucas über den Weg gelaufen, Dein perfektes Jahr. Und auch hier ein sehr cooler Buchschnitt, also es ist ja fast schade, dass den Buchschnitt niemand sieht, ne? Also ja, richtig, richtig schön, auch wirklich, ja, vom Cover richtig toll. Und hier ist es so schön, was ist der Sinn deines Lebens? Ein hinreißend schöner Roman über einen Mann, eine Frau und die wirklich wichtigen Fragen im Leben. Und auch das klingt einfach so bezaubernd, nochmal für ein sonniges Wochenende im Garten oder am See.
Und also ich finde die vom Cover, also ich finde die wirklich super schön. Und ich weiß, dass die mich vom Cover schon immer mal angesprochen haben, aber ich weiß nicht, fand ich es vielleicht eine Zeit lang zu kitschig? Hatte ich zu viel an Liebesromanen? Brauche ich es jetzt gerade wieder? So, was diese Geschichten angeht, man weiß es manchmal nicht. Durfte auf jeden Fall mit. Ich glaube, wenn man dann drei gekauft hat, war man bei 2,49 oder irgendwie so. Ich krieg's nicht mehr zusammen, aber durfte auf jeden Fall mit. Dann habe ich mitgenommen Beziehungsweise von Michael Birbeck. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ein Buch, was ich bewusst auch schon mal irgendwo gesehen habe, aber nicht mehr so richtig wusste, beziehungsweise auch von dem Autor schon mal was gehört hatte. Und es heißt, beziehungsweise hat genau das, woran es anderen Romanen oft fehlt, Charme, Humor, Niveau und Tiefgang. Mann liebt Frau, Frau liebt Mann und es geht hier um eine Beziehung seit 7 Jahren. Viel Liebe, kein Sex, sie stehen auf einer Hochzeit und schon wieder ist es nicht ihre. Und ab wann ist eine Beziehung eigentlich zu Ende? Was macht man, wenn man sich eigentlich doch noch liebt? Gibt es einen Weg, die Leidenschaft zurückzuholen? Und ich finde es einfach, es hat mich sehr angesprochen. Ich kann auch wieder nicht ganz genau sagen, warum. Ich fand zum einen dieses Beziehungsweise irgendwie ganz interessant, dass man sagt, wie einsam kann man in einer Beziehung sein, beziehungsweise wie wenig einsam ist man vielleicht als Single, ich weiß es nicht. Und ich fand das einfach spannend und fand schön, dass es halt heißt, es hat Charme, Humor, Niveau und Tiefgang. Und es ist ja auch kein dünnes Büchlein und ich denke, dass das wirklich ein bisschen was Tiefgreifendes hat. Und daher durfte es mit. So auch 2 Reisebücher, die bei mir eingezogen sind. Was habe ich mir hier? Ach ja, ich habe mir Notizen gemacht. Faszinierend. Weil ich das Buch auch schon gelesen habe im August. Und zwar African Queen von Helge Timmerberg. Und African Queen, ein Abenteuer. Es hat nichts mit dem gleichnamigen Film zu tun, den es ja mit... Name schon wieder verdrängt, Humphrey Bogart, ich glaube, und Catherine Hepburn, war das African Queen? Ich weiß es gerade nicht, zu tun. Es geht hier um Helge Timmerberg, der wohl auch irgendwie bekannt ist und schon öfter irgendwelche Reisebücher und Berichte gemacht hat. Und er ist kein großer Freund von Afrika, begibt sich aber auf die Reise zusammen mit seiner Freundin Lisa. Und die Geschichte sollte lustig sein, unkonventionell, anders und... Ja, lustig fand ich es nur bedingt, unkonventionell. Ja, ich muss mal kurz spicken, was habe ich mir so aufgeschrieben? Ach ja, genau, dass mir Helge Timmerberg zu selbstverliebt vorgekommen ist und zu jammerlappig. Also, weil es gibt natürlich Liebesprobleme oder Probleme an der Liebesfront, wie auch immer wir es ausdrücken wollen. Es ist echt schwierig, so wieder in den Schwung zu kommen. Aber es war nicht ganz so das, was ich mir gewünscht habe, aber es war okay. Und es hat mich, sage ich mal, ein paar Stunden auch unterhalten. Ein absolutes Highlight, das kann ich jetzt auch schon mal verraten, war Hashtag 10 Tage in 10 Tagen um die Welt von Christoph Karasch. Das durfte eben auch mit, habe ich auch gelesen, habe ich, glaube ich, an einem Sonntag weggesuchtet. Hat mir viel, viel Spaß gemacht, denn Christoph Karasch ist ein Reisevideoblogger und er hat wirklich in 10 Tagen eine Weltreise gemacht. Und sehr cool erzählt, toll gemacht und... Ja, dazu mehr auf jeden Fall im Monatsrückblick, war wirklich, hat mich direkt angesprochen, mal kurz die Welt erobern und so die Challenge, auch, dass man in 10 Tagen mehr sehen kann, wenn man eben nicht nur am Strand liegt. Und ja, fand ich mega, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Dann ist bei mir der zweite Teil von Erebos eingezogen von Ursula Poznanski. Das ist bei mir als Rezi-Exemplar eingezogen. Liest aktuell eine liebe Freundin von mir, deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Da ich ja gesagt habe, ich möchte im August eigentlich keine Rezensionsexemplare lesen, ich sie aber auch nicht warten lassen wollte, bis ich es dann im September verschlungen habe, durfte sie es sozusagen vor mir lesen und ich bin sehr gespannt, was sie sagt. Sie hat mir jetzt schon erzählt, dass sie so grob in der Mitte ist, wie sie es bisher findet. Und ich habe mir damals von ihr, ich glaube auch, meinen ersten Poznanski ausgeliehen, wenn es nicht sogar Erebos war, und hat ja dann auch die Verratenen-Reihe, diese Weise-Reihe, mir von ihr ausgeliehen Anfang letzten Jahres oder war das diesen Jahres? Ich bin mir gerade schon wieder unschlüssig, wann ich das alles gelesen habe. Aber und dann war es natürlich ganz klar, wenn ich das Buch vom Verlag bekomme, dass sie dann von mir den zweiten bekommt zum Lesen. Und ich freue mich da sehr drauf. Ich fand den ersten Teil mega spannend mit diesem Computerspiel, dass da die Jugendlichen so in den Bann ziehen. Und Erebos 2 ist ja, glaube ich, jetzt 10 Jahre später und beschäftigt sich eben auch so ein bisschen mit den Apps und Social Media und auch irgendwie mit diesem Programm im Hintergrund. Und ich finde es auf jeden Fall spannend und freue mich da auch sehr drauf.
Und dann ist eingezogen Tagebuch eines Buchhändlers von Sean Vitel. Und ja, hier geht es im Grunde um ihn selbst, denn er ist Buchhändler. Ich glaube, irgendwo in England, ich bin mir gerade wieder nicht sicher, aber in irgendeinem kleinen Städtchen. Und er ist wohl ein etwas merkwürdiger Buchhändler und er führt da tatsächlich irgendwie Tagebuch. Und vom Klappentext war es dann eben auch so aufgebaut, dass er wirklich so einen Tag hat, was ist da passiert, welche Kunden sind ein- und ausgegangen und auch so unterm Strich, wie viel Euro irgendwie er vereinnahmt hat. Und ich fand das einfach so ein bisschen kauzig und charmant und ja, ich bin eine Bücherverrückte und lese solche Geschichten durchaus sehr gut und ich hoffe, es wird jetzt nicht zu dunkel und entschuldigt, ich bin wie gesagt noch nicht ganz im Flow. Freue mich, das Buch jetzt auf jeden Fall im September zu lesen. Ein Buch, das mir ja auch von der lieben Freundin überlassen wurde, ist Ich bin Circe oder Circe, ich weiß gar nicht, wie wir sie richtig aussprechen wollen, von Madeline Miller. Das ist eins der Bücher, die ich auch im Urlaub gelesen habe. Es geht hier eben um die ja, Titanentochter, Göttinentochter Circe, die man vielleicht aus der Odyssee kennt, von Odysseus, aus dem Trojanischen Krieg, auch so ein bisschen von Homer. Also ja, wir sind hier bei den griechischen Göttern und sie ist die Tochter von Helios. Und von Namen schon wieder vergessen. Also mir war sie keine Unbekannte, aber ich fand es super spannend, so ihre Hintergrundgeschichte zu erfahren und auch für mich wirklich zu einem kleinen Highlight geworden. Also ja, und wer sich jetzt denkt, Madeline Miller, der Autorenname kommt bekannt vor, sie hat auch geschrieben Das Lied des Achill, ein Buch, das ich ja, glaube ich, auch in diesem Jahr gelesen habe, nachdem ich Die Frauen von Troja gelesen hatte und so im Achilles-Fieber irgendwie war. Und zudem ist das echt, ist das nicht ein wunderschönes Cover, also wirklich großartig und ja, wurde auch schon von mir gelesen. Dann ist etwas bei mir eingezogen, wo man sich jetzt fragen könnte, ob ich sie noch alle zusammen habe, so mitten im August. Es ist nämlich ein Weihnachtsbuch bei mir eingezogen, beziehungsweise es ist, glaube ich, kein richtiges Weihnachtsbuch. Es geht aber um eine Weihnachtswerkstatt. Und ich habe das Unpacking auf Instagram gezeigt, denn die liebe Jasmin Zipperling hat mir ein Wahnsinns-Blocker-Paket zugeschickt mit einer Weihnachtsmütze, einer geilen Tasse, Zimtplätzchen, die sie selbst gebacken hat und eben ihren Himmeldonnerglöckchen. Das ist eine illustrierte Kinder-Weihnachtsgeschichte. Ich würde es jetzt trotzdem mal so, ja, denn es ist, denn eigentlich geht es hier um eine Osterhäsin, die aber Weihnachten irgendwie viel cooler findet. Und das finde ich eigentlich eine mega geile Geschichte. Und sie hat mir es auch wunderbar signiert. Und ich finde es einfach so toll. Ich muss das einfach kurz vorlesen. Mistelzweig Grüße, Steffi. Mit diesem Buch liefere ich dir alles, was du als Kingsianerin haben möchtest. Horror, Grusel und Schrecken. Denn in der Weihnachtswerkstatt verschwinden Plätzchen und keiner weiß, wer der Dieb ist. Wenn das nicht schlimm ist, dann weiß ich auch nicht. Und ja, ich bin mega gespannt. Ich finde die Illustrationen richtig, richtig schön. Ich werde das jetzt auf jeden Fall in nächster Zeit lesen. Denke jetzt mal in der ersten Septemberwoche und auch ja, mal noch mit einem Kind lesen. Es wird empfohlen ab 5. Und die liebe Jasmin wird auch auf meinem YouTube-Kanal sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, am 17. Ja, am 17. September ist die liebe Jasmin bei mir auf dem Kanal. Schaut da gerne mal auf Instagram, da werde ich das auf jeden Fall noch posten, aber es ist, glaube ich, Dienstag, der 17. Insofern der Dienstag ein 17. ist, dann passt das so. Und ich freue mich mega, sie da zu haben. Sie hat ja auch einen YouTube-Kanal, verlinke ich euch auch alles da drunter. Und schaut da einfach mal vorbei. Ich finde, das ist wirklich so eine quirlige, flippige Frau, die mich total ansteckt mit ihrer Laune. Und ich immer, also immer ein Lächeln habe, wenn ich ihre Storys sehe. Und ja, ich freue mich mega auf das Buch und bin total gespannt im September, ja, eine Weihnachtsgeschichte zu lesen. Ja, irgendwie sehe ich auch. Also ich hoffe, es geht mit dem Licht einigermaßen. Ich habe die Kamera jetzt ein bisschen hochgestellt. Ich, ja, und irgendwie sind meine Haare so. Ja, aber ich bin irgendwie, es tut mir wirklich leid. Sollte es jetzt wirklich ein sehr verpeiltes Video sein. Ich gelobe Besserung. Ich denke, beim zweiten, dritten Video wird das irgendwie besser. Ja, es geht weiter mit den Neuzugängen. Und zwar 9 Fremde von Liane Moriarty. Die Autorin kennt man ja vielleicht von Viele kleine Lügen. Beziehungsweise der Serie Big Little Lies, wo es ja auf Sky aktuell auch die zweite Staffel gegeben hat, wie auch immer. Die ich auch geguckt habe, dazu aber
Dann natürlich auch mehr nächste Woche im Monatsrückblick. Und bei neuen Fremden geht es also um neuen Fremde, die sich zufällig treffen und die irgendwas verbindet. Und das ist bei mir als Hörbuch eingezogen. Und die Sprecherin ist eine deutsche Schauspielerin, Esther Schweins, die ich von der Stimme tatsächlich sehr mag, ihr auch gut zuhören kann und mir so dachte, dann lässt du dir das einfach ungekürzt vorlesen und ich freue mich da sehr drauf, das jetzt in den nächsten Wochen auch zu hören. Dann ein kleines wahrscheinlich Highlight, was ich da in Händen halte, ist das neue Buch der lieben Adriana Popescu. Ja, ich bin ein Riesenfan der Autorin. Ich glaube, man sieht die Bücher da oben nicht. Aber ich liebe ihre Bücher, egal ob es die Jugendbücher sind oder die Erwachsenenromane, ob sie es unter Pseudonym schreibt oder ihr Krimi. Ich bin ein Fan ihres Schreibstils und goldene Zeiten im Gepäck. Ich bin so happy, dass das bei mir eingezogen ist. Es ist eingeteilt, denn ich werde es zusammen mit einer lieben Freundin lesen. Wir werden es jetzt direkt, denke ich, am 1. oder 2. auch starten. Das heißt also, in der kommenden Bücherwoche, in 2 Wochen, erfahrt ihr dann auch schon, wie es war. Und es hat ja wohl dieses Buch als Serienmanuskript begonnen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und das wurde irgendwie nicht so da als Filmmanuskript und dann wurde daraus eben ein Buch, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, aber ich glaube, so hat sie es irgendwie erzählt. Und wer zu früh einlenkt, verpasst das Leben. Und es geht hier um eine Altenheimbewohnerin, die etwas über die junge Pflegehelferin weiß, was sie nicht wissen sollte. Und dann macht sie damit so ein bisschen Druck auf die Pflegerin, denn sie möchte quer durch Europa chauffiert werden und es gibt eine goldene Erinnerung an längst vergangene Tage und wir reisen irgendwie zu den Olympischen Spielen 1956 nach Melbourne und da gab es wohl eine Liebe, die nicht sein durfte. Ich bin mega gespannt. Es klingt nach einer Geschichte, die ans Herz geht, die einen berührt, die einen ja auch vielleicht wirklich so einen bleibenden Eindruck zurücklässt und ich finde, Adriana kann sowas einfach schreiben und wenn es jemand kann, dann wohl sie und ich freue mich sehr auf diesen Neuzugang. Ich bin total gespannt auf die Geschichte und ich habe jetzt schon vereinzelte Stimmen so ein bisschen gehört, dass das wirklich für alle, die jetzt bis jetzt irgendwie entdeckt habe, das als Highlight fanden und ich freue mich sehr drauf. Also ja, ich kann es kaum erwarten, damit dann auch bald anzufangen. Und dann, ja, sind noch 2 E-Books, 2 mehr eingezogen. Und zwar mit 80 Viechern um die Welt von Markus Hut. Das sagt im Grunde schon der Titel, alles um was es geht. Das ist im Grunde wieder so ein bisschen ein Reisebericht. Was es mit diesen 80 Viechern so auf sich hat, kann ich noch nicht richtig sagen. Ich weiß nicht, ob er alle 80 Tiere sozusagen mitnimmt, um mit ihnen durch die Welt zu reisen, ob er die irgendwie umkutschiert oder wie auch immer. Ich fand aber, es hat mich vom Titel angesprochen, vom Cover, vom Klappentext und es ist mir dann vom Verlag zur Verfügung gestellt worden, worüber ich mich wirklich sehr, sehr freue und überhaupt auch auf dieses Buch freue. Und das letzte Buch des Monats ist dann von Ilka Tamke, Die Hüterin der Lieder. Und das ist ein geschichtlicher Roman, der, ich glaube, um die 100 nach Christus spielte. Ich weiß gar nicht mehr, war es keltisch, waren wir in Wales? Ha, irgendwie so war das auf jeden Fall. Und wir haben hier eben jemanden, die Hüterin der Lieder ist. Und diese Lieder haben eben eine Bedeutung und sie muss die irgendwie beschützen. Ich mag historische Romane immer mal wieder sehr, sehr gerne. Ich finde es von der Zeit schon relativ früh. Ich bin ja sonst so eher eine Extreme, die wirklich in die Pharaonenzeit zurückgeht, vielleicht auch noch zu Cäsar zurückgeht. Ich mag dieses Götterding, so ein bisschen wie Circe, wie den Trojanischen Krieg, so diese Zeiten. Aber sonst findet man mich eher in der neueren Geschichte. Ich sag mal, alles irgendwo so, ja, wann war Heinrich der VIII., so die Tudor-Zeit, die Medici. Ja, ihr wisst. Alles im Grunde bis zum Zweiten Weltkrieg ist irgendwie so meins, wobei ich auch den Ersten Weltkrieg, also ich bin kein Freund von Kriegen, außer es ist vielleicht Fackeln im Sturm. Ja, ich irgendwie jetzt dreht sich in meinem Kopf und ich komme von einem zum anderen. Nein, also auf jeden Fall ist das ein sehr frühhistorischer Roman und ich freue mich auf die Geschichte ebenfalls sehr, sehr, sehr. Und das waren sie jetzt, die 18 Bücher von einer etwas verwirrten, zerstreuten Steffi, die hier ständig eine Fliege um sich herum hat. Ich hoffe, es war irgendwie ertragbar. Man merkt mir nicht so sehr an, dass ich irgendwie fast 4 Wochen Pause hatte. Es ist echt verrückt, auch wie schnell die Zeit vergangen ist. Also, wobei eigentlich nicht. Aber jetzt so, Zeit ist ja immer rückblickend sehr schnell vergehen, währenddessen ja oftmals nicht, beziehungsweise, also
wenn man halt in den Rückspiegel schaut. Naja, ich will jetzt gar nicht philosophisch werden. Ja, auf jeden Fall, jetzt ist die Sommerpause vorbei. Für die Woche habe ich jetzt, glaube ich, geplant. Die Neuerscheinungen werde ich, denke ich, jetzt dann morgen noch drehen. Und die im September kommen. Und ich überlege auch so ein bisschen eine Filmvorschau noch zu geben, auf was ich mich jetzt noch im letzten Viertel, ja, vier Monate freue. Jetzt ist der Moment gekommen, glaube ich, wo wir einfach noch das Thumbnail machen und dann uns einfach jetzt verabschieden. Ja, mir hat es irgendwie Spaß gemacht, auch wenn ich so das Gefühl habe, ich bin total wirr und habe gar nicht so das gemacht und gesagt, wie ich das sonst tue. Aber ich hoffe, wie gesagt, ihr versteht das und hattet vielleicht Spaß dabei. Und ich bin sehr gespannt, vielleicht kennt ihr eins der Bücher, vielleicht ist auch eins der Bücher bei euch eingezogen, vielleicht habt ihr schon eins davon gelesen. Packt mir das gerne mal in die Kommentare, würde ich mich freuen. Schaut in der Infobox gerne vorbei und ihr könnt mir auch mal gerne schreiben, wie ihr das so mit Mängelexemplaren handhabt. Deutsche Sprache heute sehr schwer, aber wir haben es hingekriegt. Die Neuzugänge sind gedreht, juhu. Der erste Arbeitstag bei BookTube überstanden. Wobei, geschnitten werden muss das ja jetzt auch noch und ich bin sehr gespannt, wie das so wird. Ja, das war es jetzt auf jeden Fall von mir. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.